Mit diesen OP-Tricks, die du in diesem Video siehst, habe ich diese Woche 19:1 den Weekend geholt. Bitte vertraut mir, das, was ihr in diesem Video seht, ein paar Tricks habt ihr noch nirgendwo gesehen, denn ich habe eine Sache gefunden, die ein kompletter Bug ist. Du wirst 100% mehr Spiele Weekend gewinnen, du wirst 100% mehr Tore machen und vertrau mir, du wirst mir nach diesem Video danken. Lass mir dafür auf jeden Fall schon mal ein Like und Abo da, Support wäre auf jeden Fall super. 1000 Likes sind das Ziel, ein Abo da für die 50k. Und dann, Freunde, können wir auf jeden Fall reingehen. Wir fangen an mit dem kurzen Clip und ich lasse dich auf jeden Fall selber entscheiden, ob du schon sowas gesehen hast. Ball, Flanke, Player Lock, aber als ob der die ganze Zeit funktioniert. Lass uns einen Namen dafür finden. Ich würde sagen, die Enno-Ecke. Irgendein Name dafür. Da ich momentan sehr viel mit dem Player Lock spiele, bin ich darauf gekommen, dass du den Player Lock so benutzt, dass der Ball zu 99,9% immer reingeht. Das heißt, du kannst jede Ecke, die du hast, zu einem Tor verwandeln. Es sieht simpel aus, ist einfach, aber braucht ein bisschen Übung. Ich hole meinen Spieler, passe nach hinten, laufe mit dem Player nach oben, mach die Flanke und der Ball ist immer drin. Und das ganz gleiche natürlich nochmal. Zack, Player Lock, runter, Flanke, Tor. Du willst dein FIFA Ultimate Team verbessern? Dann check auf FIFA unbedingt LMAX4 ab. Hier findest du wirklich die günstigsten Coins und am besten nutze den Code LZAL für 5% Rabatt. Dafür sind erstmal auf jeden Fall die Kontrolleinstellungen wichtig. Dann erkläre ich dir, wie du das machst und wie du es am besten lernen kannst. Plus, wir haben noch ein, zwei Sachen, die momentan sehr gut funktionieren. Du musst sie auf jeden Fall testen. Wenn du im FIFA-Menü bist, geh bitte auf die Einstellungen, drück dann drauf und dann musst du eigentlich wieder hier auf Einstellungen gehen, auf Spieleinstellungen, nicht auf Steuerung. Und dann siehst du bei Gameplay schon die Spieleinstellungen. Du gehst erstmal ganz nach unten, abgesehen von den ganzen Kontrolleinstellungen, die man braucht. Du gehst runter, du gehst runter, du gehst runter und dann bist du hier bei Wechsel. Wechselrecht, das ist erstmal auf Klassisch, das ist allgemein sowieso sehr wichtig und Spielerfestlegung und Iconwechsel auf ein. Player Lock ist eines der meist underratedsten Sachen, wovon viele nicht sprechen und meistens machen das nur E-Sportler. Ich bin auf diesen Trick gekommen, den habe ich wirklich bei keinem gesehen. Also ich will nicht groß reden oder so. Ich glaube wirklich, ich habe diesen Bug gefunden. Ich habe die Weekend League so viele Spiele dadurch gewonnen, so viele Nachspielzeitspiele gewonnen, weil ich einfach nach in der Nachspielzeit die Spiele gewonnen habe wegen dieser Ecke. Also meine Zuschauer haben schon gesagt, Ecke, okay, Enzer-Tor. Ehrlich, so war das. By the way, ich streame auch jeden Tag um 20 Uhr live auf Twitch. Ich blende das jetzt hier mal ein. Lasst mir sehr gerne Follow down. Und ich würde mich freuen, wenn Leute von YouTube auch auf Twitch kommen. Okay, Freunde, wenn ihr das schon mal aktiviert habt, dann geht es erstmal mit dem Player Lock. Wie funktioniert der Player Lock? Für den Player Lock würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einfach mal auf Anschluss zu gehen. Da kannst du am besten üben. Dann nimmst du einfach irgendein Team. Ich nehme einfach mal ins Dortmund gegen Freiburg. Ist relativ egal. Zack, zack. Und dann kannst du auf jeden Fall hier bei Spieleinstellungen nimmst du als Schwierigkeit den Neuling, damit der Gegner es nicht so gut ist und dich nicht abfuckt. Da kannst du die ganze Zeit Player Lock lernen. Du müsst jetzt ganz kurz zuhören. Es hat irgendwie nicht funktioniert, dass ich den Controller einblende, aber es funktioniert ganz einfach. Wenn du mit beiden Händen und mit beiden Fingern einfach auf deine R3 und L3 Taste drückst, passiert das. Du siehst einen Pfeil über deinen Spieler. Und jetzt, wenn du mit dem rechten, also mit dem R3, wo du halt die Spieler wechselst, nach links gehst, siehst du, dass du auf einen anderen Spieler drückst. Wenn du auf X passt, macht er diesen Move. Schaut nochmal her. Ich drück nochmal zwei, also einmal rein, zack, zack, zack. Und du kannst dann auswählen, zu welchem Spieler. Ihr seht das. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz nach oben mit dem rechten Stick hingehe, drücke ich Viereck und er flankt nach oben. Wir schauen das Ganze im Angriff aus. Ich laufe zum Beispiel, mache hier den Player Lock, laufe mit dem Spieler nach vorne, spiele den Dreieckpass. Und guck mal, ich bin schon vorm Tor. Das ist so OP und das müsst ihr auf jeden Fall in den Spielstil einbinden. Am Anfang braucht ihr ein bisschen Übung, weil mitten im Spiel ist das ganz anders. Der Gegner tackelt euch, der Gegner kommt schwer auf dich zu oder schnell auf dich zu. Und da brauchst du ein bisschen Übung. Deswegen geh am besten Anstoß. Nachdem du dann reingedrückt hast, kannst du mit dem rechten Stick den Spieler unten wählen, den Spieler rechts wählen, nach oben, die ganze Zeit. Was ihr verstehen müsst, ist auf jeden Fall, wenn ihr in die Taste reindrückt, bewegt ihr nicht den Spieler, der den Ball hat, sondern den anderen Spieler. Guck mal, zack. Ihr bewegt den Spieler, wo der rote Pfeil ist. Ich laufe jetzt einfach nach oben, nach links, nach oben, nach links. Und ich will zum Beispiel jetzt zu dem Spieler wechseln. Mit dem rechten Stick wechseln und dann laufe ich. Und er läuft mir nach. Ich warte, ich warte, ich warte. Okay, ich glaube, jetzt ist kein Spieler da. Bam, Dreieck passt. Okay, ich laufe zum Beispiel jetzt von hier, Player Lock, und ich will halt hier hinspielen, dass mein Spieler hier hinläuft. Zack, der Ball ist da. Abwarten. Und dann könnt ihr das Tor machen. Jetzt sieht es natürlich sehr einfach aus, aber im Spiel, wenn ihr das wirklich checkt, wird das krank Meter. Auch bei solchen Situationen, wo du einen Angriff hast, funktioniert das wirklich sehr gut. Wir gehen mal davon aus, ich komme genau so durch. Ihr kennt es ja selber, ihr wollt in so einer Situation passen, aber ihr seht einfach, euer Spieler läuft nicht direkt dahin, wo ihr eigentlich die Flanke spielen wollt. Ihr aktiviert genau da den Player Lock, geht mit dem Stick zu den Spielern, den ihr anwählen wollt, macht den Player Lock, lauft ein bisschen nach unten und im richtigen Moment spielt ihr die Flanke und der Ball ist drinnen. So, Freunde, wenn ihr die Ecke habt, dann geht ihr erstmal auf Pause oder ihr müsst das schon im Vorhinein machen. Bei eurer Taktik, die ihr habt, deswegen spielt am besten meine 4-Triple-2-Taktiken. Geht auf Taktiken und bei den Ecken geht ihr auf einen Ball. Und ihr seht schon, bei diesem Fenster ist ein Spieler so diagonal vom Ball. Seht ihr das? Genau dieser Spieler. Zu dem müsst ihr passen. Jetzt habe ich gerade die 4-1-4-1-Formation. Ich weiß nicht, ob das mit dieser Formation so gut klappt, aber mit der 4-Triple-2 funktioniert am besten. Du passt dahin, holst den Spieler, passt nochmal nach links hier.
kannst den Player-Lock hier aktivieren und dann die Flanken spielen und meistens geht der Ball rein. Jetzt ist er so gekommen, aber ihr habt in den Clips schon gesehen, dass es natürlich ein bisschen anders funktioniert und das funktioniert nicht nur bei den Ecken. Guck dir dieses Beispiel an. Ich habe hier den Ball, nehme von hier schon den Player-Lock. Achtet mal ganz links oben neben der Spielzeit auf meine Mané. Ich habe hier den Player-Lock gewählt und achtet drauf. Zack! Kein Abseits und ich bin vorm Tor. Bitte nutze das. Ich lege wirklich meine Hand ins Feuer. Das ist fast der beste Trick momentan, um deine Gegner auszuspielen. Weil deine Gegner momentan nicht viel damit rechnen. Viele E-Sportler machen das, aber guck mal bitte, wie clean das ist. Wie schnell ich aufs Tor komme. Anders fällt, musst du ganz nach vorne rennen. Zack, abwarten, Playerlock, kurz, Dreieck, boom. Ball kommt super an, wirklich super. Ich bin vom Tor und leider verschossen. Jetzt check auch genau diese Szene ab. Wir haben es dir vorher gezeigt, Eckball, Spieler herholen, passen, R3 aktivieren, Playerlock, Flanke und der Ball ist drinnen. Es sieht so einfach aus und wenn du es wirklich checkst, ist es auch wirklich mega einfach. Ich mache den Playerlock, zack, spiel den Ball hier nach vorne, aktiviere den Playerlock, lauf mit meinem Spieler nach vorne, Flanke, zack. Jetzt ist wichtig zu beachten, damit du nicht ins Abseits läufst. Genau, wenn du merkst, dass der Gegner mit den Spielern rausgeht, ich zeige das genau jetzt hier, ab hier, wenn du siehst, dass der Gegner mit seinen Spielern rausgeht, weil das geht auch automatisch, weil er diese Autoverteidigung anhat, spielst du die Flanke. Und wenn ich hier schon die Flanke spiele, das heißt, wenn der Spieler an der Strafraumlinie ist, spielst du die Flanke. Du spielst die Flanke und der Ball ist drinnen. Der Endo-Ball ist meiner Meinung nach der effektivste Trick, was es in EFC momentan gibt, um Tore zu schießen. Es gibt nichts Besseres. Abgesehen von Time-Finish ist der Endo-Ball auf jeden Fall unglaublich geil. Junge, was ein geiler Name, Endo-Ball. Macht mal diesen Endo-Ball berühmt. Welcher Trick ist aber momentan auch noch dazu OP, was momentan auch unglaublich gut funktioniert und was viele auf jeden Fall auch nicht im Kopf haben? Ich hoffe, du hast schon abonniert oder geliked. Das ist sehr wichtig. Lass ein Abo, lass ein Like, der Jungs, es fehlen noch 2000 Abonnenten für die 50.000 Abonnenten. Ja, ne, ist... Weißt du, wäre schon cool. Hier könnt ihr sehen, hier könnt ihr wieder sehen, wie clean das aussieht im Angriff. Ich aktiviere den Playerlock genau jetzt. Geh nach unten, spiel die Flanke, zack. Weil wenn ich nicht nach unten gehe, bin ich mit seinem Innenverteidiger auf einer Linie. Junge, ehrlich. Ich hab, also wirklich, bitte, wenn du das Video guckst, guck mir den nächsten Weekend-League zu. Es funktioniert unglaublich gut. Aber welcher Trick auch unnormal gut funktioniert, den muss ich auf jeden Fall zeigen. Und bevor ich den Trick zeige, könnt ihr euch mal diesen Freistoß machen. Also Freistöße, wenn ihr ein Freistoß-Tutorial wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Die gehen auch zu 99,9% immer rein. Dieser Trick ist momentan auch unglaublich gut, weil sehr viele Leute ein Problem mit dem Verteidigen haben. Und du kannst es super ausnutzen, wenn du das machst. Du kannst deine Gegner auseinandernehmen. Du weißt auch ganz genau, dass das Verteidigen momentan sehr schwer ist für die Gegner und auch für dich. Und das ganze rechts gehen, links gehen, sehr schwierig ist. Jetzt hast du diese Alternative, die auch in den letzten Jahren sehr gut funktioniert hat. Bitte geht immer über außen. Geht über außen. Guckt euch diese Szene an. Ich gehe mit Rain Rooney komplett über außen, warte ab. Und genau bei diesem Moment, wenn ihr genau hier bleibt, was machen viele von euch? Sie drücken einmal X oder sie versuchen irgendwo hinzupassen. Genau in diesem Moment, wenn der Torwart auf dich zukommt und du so stehst, merkt ihr Doppel-X. Doppel-X bei solchen Momenten, in denen du ganz nach außen rennst, ist auch einer der effektivsten Tricks, um Tore zu machen. Also ich stand kurzzeitig 17-0 und ich will gar nicht wissen, wie viele Tore ich so gemacht habe. Einfach über außen gehen, Doppel-X, der Ball ist drin. Das funktioniert in diesem FIFA noch besser als im letzten FIFA. Guckt euch das an, Rain Rooney läuft über außen, zack, zack. Abwarten kurz, nach rechts gehen, raufgehen wieder, Doppel-X und der Ball ist drin. Und jetzt habt ihr mit epischer Musik ein paar Clips von mir zu der Weekend League mit diesem Tor. Du dachtest, es war Spaß, guck es dir an. Also ehrlich, würdest du mir sagen, Enzar hier, du kriegst eine 10 von 10, sie will was von dir? Ich würde es nicht glauben, aber wenn du mir sagst, dass der Ball immer reingeht, er geht wirklich rein. Schau dir das an. Guck es dir einfach an. Es geht wirklich immer rein. Als ob ich jetzt bei einem 1-1 in der 59. mit dem Eckball habe und wieder so ein Tor mache. Ich glaube nicht, oder? Ah, da war ja was. Es ist so easy, Chat. Wirklich, Tore zu machen, so easy. Du musst im Endeffekt dann nur mehr Kreis drücken. Zack, Playerlock, runterrennen, die Flanke spielen und der Ball ist drin. Jedes Mal. Es funktioniert nicht nur bei Eckbällen, nicht nur bei Spielen, wo du alleine rennst. Es funktioniert aus jeder Position. Hier wieder, Flanke, Ball ist drinnen. Ich habe eine Bitte an euch. Macht diesen Endo-Ball berühmt. Auch wenn es sehr viele machen, das kann man kaum verteidigen. Und weil viele fragen werden, Enzar, was sind deine Controller-Einstellungen? Stoppt einfach das Video kurz oder macht irgendwelche Screenshots. Auf Einstellungen wieder, auf Spieleinstellungen. Dann auf Gameplay. Mehr müsst ihr nicht machen. Macht einfach Screenshot. Ja, perfekt. Meine Controller-Einstellung wurde wieder zurückgesetzt. Aber ich zeige euch mal die wichtigsten Dinge. Abschlusstiming auf 1. Dafür guckt auf jeden Fall mein Time-Finish-Tutorial unbedingt an. Das ist sehr wichtig. Also, wenn immer noch kein Time-Finish spielt, tut mir ehrlich leid. Den Rest lässt ihr so semi mit Hilfe. Passempfänger habe ich auf jeden Fall auf spät. Normal,
Richtung. Fortgeschrittenes Verteidigen ist viel besser als taktisches Verteidigen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Passblockhilfe. Manchmal tut einfach EA selber gefühlt verteidigen. Deshalb ist auch sehr wichtig. Autowechsel könnt ihr bei hohen und freien Bällen spielen, aber auch auf automatisch. Da müsst ihr einfach gucken, was besser ist. Wechselrecht, das Ding habe ich schon vorher angesprochen. Das war klassisch. Und Spielerfestigung, Iconwechsel auf jeden Fall auch auf ein. Kurz zu den Kameraeinstellungen. Das sind meine Kameraeinstellungen. Ich finde es unnormal gut. Da brauche ich eigentlich nur mehr die Einzelspielkamera, Multiplayer-Kamera und die Festerspielkamera. Übertragung Tele alles. Dann geht ihr auf individuell. Höhe auf 20, Zoom auf 0 und den Rest könnt ihr einfach so lassen, wie es ist. So Strafraum und so ist eigentlich relativ egal. Und Freunde, nutzt bitte diese 2-3 Tricks in der Weekend League und ich versichere euch zu 100%, ihr holt mehr Siege, besser Division Rivals. Und dafür lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, macht den Enno-Ball groß, sehr OP. Ich bin auf jeden Fall raus heute, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde, bleibt gesund.